Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Assassin's Creed 2 Folge. Für euch sind ein, zwei Tage vergangen, je nachdem wie ich das hochgeladen habe. Für mich sind 5 Minuten vergangen. Ich habe kurze Rauchpause gemacht, mir einen neuen Kaffee geholt. Wieder mal sponsored by M&M. Und wir machen direkt weiter mit dem Spiel, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir müssen zur Beautiful Christina. Und zuerst synchronisieren. Was natürlich auf 3 Monitoren, noch cooler ausschaut wie nur auf einem. Also ich möchte es nicht mehr missen. Ich wünschte, alle Spieler würden das so gut unterstützen, wie zum Beispiel Assassin's Creed 2 oder auch Dead Space 2 hat das verdammt gut unterstützt. Upp. So it's Vieri. I better hide. Keep looking. He couldn't have gotten far. Die suchen mich noch. Ja, vorher hat er aufs Maul gekriegt und jetzt kommt er zurück mit Verstärkung. Ich kann euch 5 nehmen. Oder auch nicht. Bye bye. So, das war jetzt ein Mini-Tutorial praktisch, wie man sich versteckt in dem Spiel. So, genug davon. Und da ist ein direkter Vorteil zum Beispiel zu 3 Monitoren im Vergleich zu einem, weil ich sehe jetzt da um die Ecke. Das sieht man hier nur, wenn man rüber der Kamera rüberfahrt. Das sehe ich da automatisch. Das ist sehr angenehm. Wir werden zu Christina klettern. Krabbeln wir ganz gemütlich rauf. Da müssen wir runter. Ja. Christina! Christina! Who's there? Me! Me! Oh, gute Antwort, oder? It's you. I should have known. May I come in? Fine. But only for a minute. A minute is all I need. Indeed. Hallo, schöne Frau. Come here. Oh, it's you. Da muss man jetzt auch diese komischen Knöpfe drücken. Wenn man die bis dahin nicht gelernt hat, Pech gehabt. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr komisch gemacht. Nicht ideal. Ja, wie oft muss ich noch drücken, dass da was passiert? Oh, it's you. Oh, Ezio. Ganz witzige Kleinigkeit nebenbei. Christina! Und jetzt geht's Christina. Rum. Celia. Der Vater kommt. Tutor will be here soon. Come, my daughter. Is it really so terrible that... Figlio d'un cane! What is this? Perdonate, messere! Chiedo venia! I'll kill you! No, no, that's not necessary. Guards! Guards! Voglio la sua testa! Go, go! There's really no need for violence. Gut, dann sollten wir mal vor den Leuten weglaufen. War das wirklich so im alten Italien? Hat er einfach die Guards holen können, dass sie mich umbringen? Ich meine, du bist zum Verstecken. Some things. I'm mostly innocent. I'm mostly innocent. Ich bin fast unschuldig. Lauf, lauf, lauf und versteck dich. Hui. Keiner sieht mich. Oder? Die stehen da drüben und ich sehe sie aber hier auch im zweiten Bildschirm, was verdammt praktisch ist. Yay! Ist geschafft. Gut, dann krabbeln wir wieder raus. Nightcap complete. Oder synced. Was ist denn in Assassin's Creed? Synchronisiert. So, und jetzt? Ah, ich muss auf die Karte schauen. Zum Rufzeichen müssen wir. Okay, wir laufen zum Rufzeichen. Was passiert, dass wir die... Ich hoffe, das schaut am Video gut aus, weil es ruckelt da ein wenig. Ich weiß nicht warum. Ich sag, ohne Aufnehmen rennt das Spiel perfekt. Krabbel da runter. Jetzt muss aufpassen, weil die Leute, die ich vor der letzten Episode geprügelt habe, laufen da immer noch herum und suchen mich immer noch. Denen sollte ich nicht in die Quere kommen, weil sonst muss ich es noch einmal hauen. So einfach ist es.
nach runter und weiß nicht mehr wie. Komme ich da runter? Scheint ein bisschen gefährlich aus. Ah, ich kann auf dem Schild da landen. Hoffentlich. Da drin ist auch gleich Geld. Yay! Spring da runter, du Sack. Ab und zu bleiben die auf, oder bleibt er auf den Vorsprüngen, auf denen man sitzt, ein bisschen hängen und will einfach nicht loslassen. Oh, oh, da sieht mich wer. Ich soll laufen. Laufen! Oh, my prized pomegranate. Good morning, father. How rude you are. Come, Papa. Is something wrong? Do you think me blind and deaf, son? I know all about your fight with Vieri di Pazzi last night. And then this visit to Christine. Your behavior is unacceptable. It reminds me of myself when I was your age. Sympathisch. I assume these misadventures won't interfere with your work today. No, padre. Avete la mia parola. I've prepared some documents here for Lorenzo di Medici to review. I need them delivered to him. With haste, father. Return to me when it's done. Nee, witzig finde ich, dass das eine Hauptmission ist, aber ich kann sie auch ablehnen. Vielleicht, dass man später machen kann, das kann sein. Yay, deliver the letter. Machen wir das gleich da. Komme ich darauf? Nein. Okay. Zuerst einmal Geld nehmen. Ich nehme alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. So, gehen wir mal gleich auf die Dächer wieder. Dann brauche ich mir um den Gegner keine Sorgen machen. Und kann den direkten Weg nehmen. Krabbel, 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 wie eine kleine Spinne. Nur nicht so furchterregend wie eine Spinne. Wow, das war eine blöde Idee. Ich habe keinen Schaden genommen. Ich habe mir geglaubt, da ist noch was. Hui. Ups. Schauen wir mal, ob ich da jetzt irgendeinen Gegner in die Hände laufe. Drüben ist wer? So. Ist einfach, wenn ich da raufgehe und über das Haus gehe. Finde immer noch witzig, dass die KI-Leute, die da herumlaufen. Es war glücklich, weil der Baum im Weg war. Komm, runter. Hey. Ben trovato. How are you? Special delivery. Come sempre. I have a letter for Messer Lorenzo. I'll see that he receives it when he returns. Returns? They've gone to Villa Careggi, I'm afraid. And not expected back for at least another day. I'll let my father know. Ja, zurück zu Papa. Und rauf. Ich tue höchstens mir weh. Außer ich lande auf jemanden, wenn ich irgendwo mal einen blöden Sprung mache, so wie vorher. Ja, Pech gehabt. Ich weiß immer noch nicht, warum das Spiel da Framerate-Einbrüche hat. Das war ziemlich ordentlich. Ich spiele gerade mit 20 Frames. Das ist ein bisschen furchterregend, muss ich sagen. Und 30 geht gerade noch zum Spielen, aber... Komm ich da rüber? Au! Nein! Hallo, mein Bruder! Keep up the good work. Biscero! War das nicht die Tür? Ja, bitte. Hello, son. You remember my friend Hubert? Good morning, Gonfaloniere Alberti. To you as well, young man. I trust you delivered the message. Si, padre. But it seems Lorenzo is out of town. I did not anticipate this. What does it matter? So you wait another day or two. Listen, your mother and sister have been looking for you. I'll need you again in a little while, but for now, see if you can't help them. Are you sure? Yes, now if you'll excuse us. Good to see you, Ezio. Genau bis hierher habe ich das Spiel beim Testen gespielt. Und ab jetzt ist es selber mehr oder weniger ein Neuland, weil das Spiel ist, ich habe das so lange nicht durchgespielt, dass ich selber nicht mehr weiß, wie es genau weitergeht. Schauen wir mal, was
Okay. Aus keinem Grund whatsoever sozusagen ist das Spiel gerade abgestürzt. Okay, wir sind zurück im Spiel und ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt auf einmal da bin und der kleine Zwerg dann nach mir schreit. Eigentlich sollte ich rein zur Mutter und Schwester, oder? Also. Oh, das ist, glaube ich, die Mutter, das wird die Schwester sein. Schauen wir mal, was die wollen. Hey, Claudia. How are you? Bene. You shouldn't keep things from me. It's Duccio. What of him? I think he's been unfaithful. Who told you this? The other girls. I thought they were my friends. Arquise. You're better off without them. I loved him. No, Claudia. You only thought you did. He should suffer for what he's done. Wait here. I'll go have a word with him. Ja, wir sind ein typischer Italiener. Wir müssen den Freund bzw. Ex-Freund der Schwester, der anscheinend fremdgegangen ist, verprügeln. Zuerst müssen wir mal hinfinden. Ja, wird lustig. Immer mitten in die Fresse rein. So, überlebe ich das? Ah, er haltet sich wohl fest, wenn man den richtigen Knopf drückt. So. Wie weit weg ist denn das? Da oben ist ein Tower, mit dem man die Map aufdecken kann. Das werde ich dann privat machen. Du siehst mich nicht, du kleiner Penner. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Duccio, it's beautiful. Nothing but the best for you, amore mio. But what of Claudia? I thought you'd been promised to her. The father said I could do much better than an auditor. Birbante! Come, let us Familie beschimpfen, hm? I had something... Mann, die ist hässlich! Im Vergleich zu meiner Schwester überhaupt. Hey, lurido porco! Ezio, my friend! Ah, ma che te piglia! You insult my sister. Parading around with his puttana. What are you talking about? I saw the gift you gave her. Heard the things you said. Maybe your sister shouldn't be so stingy with her virtù. You broke her heart. Ha! And now I'm going to break your face. Nicht wirklich. Ups. You auditore is all right. Ich hab sie erwischt. Wollte ich nicht, aber ja. Egal. You regret ever opening your mouth. I could have taught your sister a great many things. So, wie kann man graben? Okay. Bastardo! Na komm, sterb, Junge. Hinterm Baum ist überhaupt nicht gut, weil ich nichts sehe. Headbutt! Headbutt! Es hat einfach cool ausgeschaut. Na komm, sterb. Bumm! Au! Au! Away from my sister. Das muss weh dann haben. Im Sprich wirklich, wie es im Lied heißt, immer mitten in die Fresse rein. Okay, da drüben sind Gegner, ich muss abhauen. Weg, weg, weg. Geht's weg, geht's mal aus dem Weg. So. Wir klettern nochmal die Leiter rauf. Ich muss die Map dann freischalten. Jump! Kletter, kletter, kletter! Ah, das rennt auf einmal so schlecht. Naja, im nächsten Video werde ich das Ganze dann vielleicht grafisch ein bisschen runterstellen. Das macht zwar überhaupt keinen Sinn, weil ohne Aufnehmen rennt es ohne Probleme. Also müsst ihr es mit aufnehmen, perfekt flüssig mit 30 Frames laufen. Also perfekt flüssig mit 30 Frames ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es soll besser laufen, als es derzeit läuft. Nämlich nicht mit 19 Frames. Ja. Ja, ja, zuerst schauen wir noch zur Mutter. Dann schauen wir den Zwerg da an. Mama. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. And you? Still recovering from last night? I have no idea what you're talking about. Of course not. Anyway. I have an errand to run.
I'd like you to join me. Con piacere. Come, it's not far from here. Friend of the family. Okay, wir spazieren mit der Mutter herum. Maria. Sie hat eine Energieleiste. Achso, sie muss sie beschützen, wird sie angegriffen. Per piacere. Let's not play this game. He spoke ill of us. I could not allow him to continue. I'm sure he's having a hard time dealing with the accusations against his father. Francesco di Pazzi is many things, and none of them good. Hmm. But even I never suspected he'd be capable of murder. What will happen to him? I imagine there will be a trial. Will father speak at it? He'll have to. He's the one with the evidence. Oh. Still, I wish there was another way. You've nothing to fear. Everyone wants justice done. It is an unfortunate state of affairs, but it will pass. Als der Typ nicht letzte Nacht verprügelt habe, ist praktisch der Sohn gewesen von einem Kerl, der wegen Mord angeklagt wird, und mein Vater hat die Beweismittel dafür. Okay. Das klingt nicht gut. Wo gehst denn du hin? Dort war es viel zu lang. Here we are. Wirklich? Das Leonardo da Vinci, ist das da schon? Ich erinnere mich, dass hier seine Tür so ausgeschaut hat. Yay, Leonardo! Hello, Leonardo. Madonna Maria. This is my son, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Let me go and fetch the paintings. I'll be right back. He's very talented. Yeah, imagino. Self-expression is vital to understanding and enjoying life. You should find an outlet. I have plenty of outlets. I meant besides vaginas. Mother. Back to your house then. Si. Ezio, help Leonardo, will you? Lass er die Türen verhoffen, oder? Wie kann ich was aufheben? Ja, ich drück den Knopf und nichts passiert. Boah. Warum geht das nicht? So, Ezio. Ah, beim 20. Mal geht's auf einmal. He's been working for his father. Ah, you're to be a banker. For now. And you, Art, was it? Geht sie auch mit mir, oder? Truth be told, it's been difficult for me to settle. Painting is nice, ich geh ganz einfach. I feel like my work lacks, I don't know, purpose. Does that make sense? I'd rather contribute more practically, more directly. Architecture, perhaps, or anatomy. I'm not content merely to capture the world. I want to change it. Wird er auch, oder? Oh, Leonardo. I have no doubt you'll go on to do great things. Ja. Vi ringrazio, Madonna. That's kind of you. Keine Ahnung, wie ich da zurückkomme. Kann ich laufen eigentlich mit dem? Mehr oder weniger. Ja, und die laufen mit. Sehr gut. Kleiner Sprint durch Italien. Durch Florenz. Schneller. Im Laufschritt, Leute. Press Drop. Ah, Drop funktioniert wenigstens. Thank you for your help, son. Don't let me keep you from your other duties. It was nice to meet you, Ezio. I hope our paths cross again. Yeah. Anch'io. Wir werden uns wiedersehen, keine Angst. Yay! Wir haben der Mama geholfen. Ja, der kleine Zwerg wird warten müssen auf die nächste Episode. Ich werde dieses Video hier nämlich nach ungefähr 20 Minuten auch beenden. Vielleicht ein bisschen weniger, weil das Spiel abgestürzt ist und ich nicht weiß, wie viel ich da rausschneiden muss. Nervig. Ja. Hier ist das Video zu Ende, wie gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Wenn ja, gebt bitte einen Daumen nach oben. Kommentare in die Kommentarebox. Abonniert den Channel, folgt mir auf Twitter. Und keine Angst, irgendwann merke ich mir diese Reihenfolge oder merke ich mir mein eigenes verdammtes Outro nach knapp, weiß nicht, 90 Episoden insgesamt. Ja, mein Name ist Oliver, hier bei Vienna Gamer. Und wir sehen uns im nächsten Video.